Moin Leute, herzlich willkommen zur 13. Folge vom LS22. Ja, ich spiele das mal wieder heute, weil ich muss wieder Futter holen. Ich habe hier noch 5900 Liter drin und meine Kühe haben gar kein Futter mehr. Das heißt, ich fahre jetzt ganz schnell zum Shop, also zum Laden, und kaufe Kuhfutter, also eher gesagt Silage, und dann gucken, wie teuer das wird, und dann ja, weil die Tiere brauchen Futter. Ich will die Tiere nicht verhungern lassen, was auch scheiße wäre, weil die können auch sterben, ne, auch im Spiel. Ja. So, da, genau, da vorne ist schon der Heuball, der Heuball. Das Futter ist hier schon. Das heißt, ich fahre hier mal ganz kurz so dran. Genau, das ist mein Trecker mit meinem Futtermischwagen. Und das hier ist Mischration. Das kommt jetzt in den Anhänger. Weil das ist ja... Das brauche ich ja. Das habe ich schon vorgekauft. Dieses Futter hier. Hier ist jetzt schon 100% Futter drin. Oh. Das geht schnell. 100% Futter ist schon... Also wie schnell das geht, wirklich. Normalerweise muss man das erst durchmischen. Oder durchmengen. Und dann erst ist das Mischration. Aber das geht ja schon... Das geht schnell. Genau, noch habe ich 3 Kühe. Ich weiß allerdings noch nicht, wann das Kalb kommt oder wann die nächste Kuh ja trächtig wird. Oder ob die schon trächtig ist. Ich habe keine Ahnung. Hund, geh aus dem Weg da. Und Mischration. Das laden wir jetzt ab. Die Kühe wieder frisches Futter haben. So. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann das Kalb kommt. Noch habe ich ja die 3 Kühe. Und übrigens, ich habe was rausgefunden. Ich habe rausgefunden, dass da, wo die Kühe jetzt drin sind, das ist kein Milchstall. Das ist einfach nur ein Stall. Also das ist der Kälberstall ist das. Richtig? Klar kann mir dann auch kein bekommen. Also hier, ihr seht ja unten rechts, Kälberstall. Unten rechts steht da nicht Milch. Und wenn ich jetzt zu diesem Kuhstall gehe, seht ihr unten rechts. Jetzt steht da Milch, weil das ein Kuhstall ist. Ein Kuhstall mit einem Melkroboter. Und das hier ist ein Kälberstall. Hier werden eigentlich nur die Kälber drin gehalten. Aber naja, genau, weil ich wollte die Kühe jetzt eh in den anderen Kuhstall bringen. Mit meinem schönen Deutz-Fahr-Trecker. Das heißt, ich steige ein. Helfermenü. Die und die Kühe. Okay. Die 3 Kühe in den Anhänger. Jo. Und dann in den anderen Stall bringen. Ja, weil ich will ja, dass sie auch schnell Kälber kriegen. Deswegen transportiere ich die jetzt zu dem anderen Kuhstall. So. In den Stall bringen. So. Ich wieder den Anhänger schließen. Und jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Kühe ja, Kälber kriegen. Also das kann
einen Monat dauern, 2 Monate dauern, 3 Monate dauern oder auch weniger. Aber ich habe Zeit, wir warten drauf. Mal gucken, wann ich das nächste Video hochlade mit den Kühen, wenn ich Neues weiß. Wenn ich Neues weiß über die Kühe. Aber was ich weiß ist, dass die Kühe jetzt erstmal noch, dass die Kühe schon Futter und Stroh haben. Deshalb sehe ich gerade, weil hier ist schon Wasser drin. Aber Stroh und Futter, also Futter ist hier auch schon. Genau. Ja. Tor schließen. Ich muss jetzt warten. Für euch heißt es jetzt. Ja, Video ist vorbei. Leute, ich halte euch auf dem Laufenden, wenn was passiert. Ja, macht's gut. Denkt dran, liken, abonnieren, einen netten Kommentar schreiben. Wäre cool. Ja. Macht's gut. Ciao. Ich geh jetzt auch mit dir. Ciao.